Hallo, liebe Let's Play Atzenfreunde, heute mit Tresor Berlin. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr bestimmte Stellen in Destiny farmen könnt. Ihr geht zuerst auf die Erde und wählt die Patrouille aus. Startet dies direkt und wartet ab. Genau. Ich weiß, viele machen diese Dinger. Ich bin da nicht ganz so ein Freund von diese Farmingstellen, würde sie aber euch gar nicht enthalten. Daher zeige ich es euch mal, wo das gibt und wo man das machen kann. Wie gesagt, ich bin da nicht so ein Fan von. Ich kann euch gerne mein Inventar zeigen. Da ist nichts Lilanes Großartiges, außer eins habe ich schon gefunden, aber zufälligerweise gegen Gegner. Aber falls ihr halt das angucken möchtet, dann könnt ihr das gern machen und könnt es auch gern versuchen. Ich bin kein Feind davon, um Gottes Willen. Es ist halt nach meiner Meinung ein Spielfehler. Okay, du gibst den Ton an. Hier zeige ich euch mal meine Ausrüstung. Das ist wirklich das Einzige, was ich an Lilanes habe und sonst wirklich so gut wie gar nichts dabei. Genau. Aber okay. Ihr geht jetzt direkt auf diesen Patrouillengang. Was wollte ich? Orbit. Ich brauche ein Transportmittel. Nehmt euer Transportmittel, reitet hier lang, wo ich jetzt euch den Weg zeige. Gehen wir mal hier links lang. Ihr müsst im Prinzip in diesen Turm, dort wo ihr öfters seid, einfach lang. Ich werde mal hier eine kurze Abkürzung nehmen. Upsala. Ah. Okay, das zum Thema Abkürzung. Ich mache mich lächerlich, ich weiß. Also ihr könnt natürlich auch hier außen rumlaufen. Das ist diese ganz berühmte Stelle. Oh, es lädt bei mir. Okay, heute sind die Server. Ich weiß nicht, ob es an die Server liegt oder ob es an mir liegt. Egal, wir fahren hier weiter, einfach geradeaus durch. Und schauen wir weiter, da wird geballert. Okay, aber das macht mir nichts aus. Jetzt gehen wir hier hoch. Genau hier lang. Ich nehme halt die kürzeren Wege. Die sind zwar ein bisschen umständlicher, aber halb so wild. Hier, ihr kennt bestimmt diese Stelle, wenn ihr Destiny schon fleißig gezockt habt. Richtig, und ja. Jetzt springen wir hier rüber und wir laufen wirklich nur durch. Genau. Okay, vielleicht machen wir eins, zwei platt. Jetzt gehen wir hier hoch. Diesen Komplex. Ihr kennt bestimmt diesen dunklen Gang hier. Die ganzen Monster droppen. Oh, mein Akku ist fast leer. Halb so wild. Ja, dann läuft man hier durch. Ihr kennt auch noch die schöne Hexe hier. Könnt ihr noch von mir aus platt machen, wie ihr wollt. Aber ich werde einfach mal durchlaufen. Upsala. Geht doch mal aus dem Weg hier. Blub, blub, blub. Ich will euch das ja nicht diese Gegner zeigen. Sondern wie man zu dieser Stelle kommt. Da läuft man hinter diesen Turm durch. Und jetzt, oh, da sind ja schon ganz, ganz viele fleißig am Farmen, sehe ich gerade. Naja, wie gesagt, ich halte da nicht so viel von. Zeig's euch aber einmal gern, wie das funktioniert. Also, wie hier alle stehen schon, schießt man direkt auf diese kleine Höhle, wo ganz viele kleine Viecher rauskommen. Einfach draufballern, einfach was das Zeug hält. Ihr könnt auch gerne mit Raketenwerfer alles, eure ganze Munition im Prinzip verbraten. Und das macht ihr wirklich, bis eure ganze Munition alle ist. Und dann habt ihr dort hinten ganz viel kleines Zeugs. So. Also, ich weiß jetzt nicht, was da ganz genau droppt. Also, droppen blaue Gegenstände genauso wie grüne Gegenstände, glaube ich. Munition natürlich, klar. Jetzt seht ihr da schon ein bisschen alles leuchten. So könnt ihr das machen, dass ihr im Prinzip nicht sterbt. Sucht euch vielleicht noch. Ach, wie hieß das nochmal beim Dings?
Wie hieß das? Ja, egal. Die macht uns wirklich so viel weiter. Könnt auch eure Granaten verwenden. Und einfach immer rauf die Hütte. Und in kürzester Zeit habt ihr ganz viele Sachen. Ich werde es aber nicht allzu lang machen hier. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so ein Freund davon. Ich gehe mal einfach rein. Ist mir jetzt egal, was die anderen jetzt denken. Die werden jetzt schreien, oh nein, der geht jetzt rein. Ich zeige euch, wie viel jetzt hier in der Weile gedroppt ist. Ein wenig. Genau. Und ein Gramm im Prinzip. Die kommen alle hinterher, weil ich natürlich reingegangen bin. Ja, genau. Und dies war mein Let's Play. Ich danke euch fürs Zuschauen. Teilen nicht vergessen, abonnieren und alles, was dazugehört. Euer Tresor Berlin von den Let's Play Herzen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.